Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben einen neuerlichen Krieg gegen Deutschland gestartet. Und es schaut eigentlich relativ gut aus. Wir werden da mal versuchen, diese 32.000 Mann zu erledigen. Jetzt sollte dann daher gehen. Ich glaube, einen Satz von diesen Heeren werden wir hoffentlich nicht so unbedingt brauchen. Da gehen wir auch weiter. Auf dem Rückzug, das klingt gut. Nischno ist okay, Liegnitz ist okay, Dresden angekommen, Chemnitz, Gumbinnen, Leipzig. Bam! Krakau wird wieder ein Bündnis, das ist okay. Ah, Mongo angekommen, das ist nicht gut. Oi. Puh. Viele Leute, die... Ist ja wurscht. Machen wir mal so. Kubanda ist okay, da sind wir gerade da. Dann gehen wir da gleich her. Einstein. Okay. Was ist mit euch 75.000 Mann? Wollt ihr nicht irgendwas tun? 75 Schiffe? Wo nimmt denn der die Schiffe her? Ah. Das sind Dings dazu gekommen. So, dann machen wir als nächstes das hier. Schwere Bewaffnung, klingt gut. Wenn wir zwar hoffen, wahrscheinlich in diesem Krieg nicht mehr fertig kriegen. Aber wer weiß, wer weiß. So, große Kämpfe hatten wir jetzt dann noch nicht. War dann. Da gehen wir jetzt mal mit denen hin. War der hatte Dude da. Nach Wadern. Uff. Na, das gefällt mir nicht. Da sind echt viele Deutsche noch. Aber da sind auch Franzosen, also so gesehen. Und die gehen zum Beispiel nach Trier und die gehen nach Luxemburg. Na, das ist ja schön. So, wir holen uns noch ein paar Generäle, die werden wir definitiv brauchen. Ja, Krumbelfirx. Die Schlacht von Mongu gewonnen. Ausgezeichnet. Du bleibst hier, du gehst hierher. Du gehst hierher.
Ja, okay, damit kann ich leben. Damit auch. Schlacht von Leipzig gewonnen. Großartig. Das ist ja echt großartig. Da haben wir gerade 32.000 Mann von ihm vernichtet. Und er hat nichts dagegen getan. Ah, du bleibst einfach da. Dann bleibst du da. Schauen wir mal, ob wir diese 82.000 nicht vielleicht in irgendeiner Weise hierher locken können zu uns. Irgendwie sollten wir da drüben Baden unterstützen. Das gefällt mir nicht. So. Kommen die drei Truppen mit den 82.000 klar? Das hoffe ich. Das hoffe ich stark. Na gut, aber da scheint eh nichts nachzukommen. Schick mal daher. Nein, schick mal daher. Diese 75.000 da habe ich auch keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Wir haben jetzt Gumbinnen gewonnen. Sollen wir mit den 75.000 da angreifen? Was sind das für welche? Vor allem Artillerie. Gute Frage. Er kann nicht mehr fliehen. Auf ihn mit Gebrüll. Wo soll denn der noch hin? Und du gehst nach. Ist okay. Ja, was auch immer. Mist, irgendjemanden habe ich jetzt abgewürgt, der mir noch was sagen wollte. Na gut. Banja Luka gewonnen. Auf nach Sarajevo. Und du gehst nach Banja Luka. Vorratslimit. Sehr gut. Geht alles noch. Ha, 24.000 Osmanen, das ist cool. Die werden wir als nächstes erledigen. Wenn wir da die 35, wenn wir die zwei Sachen haben, wenn wir mit diesen zwei Armeen da runtergehen. Kohlberg. Vielleicht gar nicht so blöd, dass wir da jetzt erobern, weil immerhin wollen wir das erobern. Ah, sehr gut. Wir sind schon auf 63.000 runter. Wir sind stärker im Kampf. Bist du daher und du gehst da weiter. Ich glaube, zwei Einheiten reichen, um die da zu erledigen. Livno gewonnen. Okay, Kohlberg. Okay, und in Liegnitz angekommen. So, das haben wir gewonnen. Nein, du bleibst da. Du bist die hintere Reserve Stettin.
Muster, genau. Du bist der andere, der da angreift. Wow, 93.000. Bist du wahnsinnig. Was für Schipernakeln hat der? Woher kommen die? Wie konnte er die bauen? Gottes Willen, vielleicht hätte ich doch in was anderes auch investieren sollen. Vielleicht auch in Schiffe. Ach nein, ihr wartet. Nächstes Monat sollte sie mehr sein wieder. Ja, das passt. Ja, du gehst nach Mostar runter. Bongo, du gehst nach Mundu. Bam. Und tot. Diese 75.000, was machen wir mit denen? Wie ist das mit dem Rest hier? Passiert hier irgendwas Sinnvolles auch, oder? Ah, da töten wir ein paar Osmanen. Das ist durchaus sinnvoll. Hey, wir haben ja da noch diese 70.000 Mann. Ah, die hätte ich natürlich auch raufschicken können. Ich Dolm. Auch nach Karlsbad mit euch einmal. Das ist sehr unübersichtlich, was hier passiert. So viele Truppen auf zu wenig Raum. Was erobern die da? Ah. Die kämpfen da gegen Rebellen. Wow, 83.000 von denen. Himmel. Wie schon gesagt, Skandinavien ist unangenehmer als Deutschland irgendwie. Die tauchen ständig irgendwo auf. So, da haben wir jetzt diese Typen erledigt. Vorratslimit schon. Oho. Du gehst drauf. Können wir das da erobern? Nö. Wenn wir euch teilen. Ah, dann geht's. Zweite Hälfte. Geht einmal nur daher. Daher. Jetzt werden wir die Sachen da erobern. Die bleiben beieinander, wenn geht. Danke, von Klamm. Ah, der geht auf. Ich dachte zwar, dass der mit Schiffen zu tun hatte, aber was soll's. Belgien hätte gerne ein Bündnis, ist okay. Na, gehst du weg. Tusla gewonnen. Auf nach Foka. Ah, da passiert nichts mehr. Du gehst nach Mostar. Okay, der südliche Teil von Skandinavisch Afrika ist unser. Das sehe ich bereits jetzt. Sehr gut, und wir sind bereits auf 12%. Wie schaut das da aus? Ist okay. Dafür haben wir einen Küstring gewonnen. Das ist definitiv das Wichtigere.
Prenzlau. Du gehst da runter, damit du beide unterstützen kannst. Und du gehst nach daher. Okay, dann werden wir jetzt versuchen, diese 84.000 da zu erledigen. Den dreien. Na, du gehst nur daher. Ihr hier aber geht's daher. Gut, da haben wir einen Haufen Deutsche, die wir töten. Diese Schlacht geht ganz gut, glaube ich. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Gut. Aschaffenburg gewonnen. Das ist gut. Wohin gehen die, die übrig geblieben sind? Nach Frankfurt. Ihr geht's nach Frankfurt. Ihr geht's nach Aschaffenburg. Und ihr... geht's nach Württemberg, Würzburg. Oh, warte mal, ihr geht sogar besser daher nach Heilbronn. Weit weg vom Geschehen. So, Prenzlau, Küstrin und Foka. Gut. Schaut das mit der Schlacht aus? Oder den Schlachten? Die schaut gut aus. Lange Alter, Quippala. Wow, eine Straße von der Tranto haben wir auch gewonnen. Sehr gut. Daher, zu Heilbronn. Gut, ihr heilt euch mal aus ein bisschen. Oder noch besser, du gehst bis nach Bregenz. Nein, du gehst nach Luzern. Und du gehst nach Heilbronn weiter. So, die dürften wir da ja wohl jetzt erledigen. Die sind auch erledigt. Diese 50.000 sind halt noch da, das ist ein bisschen problematisch. Mostar, gut, du passt hier nur auf. Du bist da. Yay, wir haben in Wadern gewonnen. Gut, ihr erholt euch einmal. Ja, mir schaut es nicht so aus, als hättet ihr viel Schaden genommen bei der Schlacht. Alles noch 100%. Perfekt. Das hingegen schaut nicht mehr ganz so gut aus. Da werden wir uns zurückziehen. Wir haben in Memel gewonnen. Wohin gehen die? Nach Gumbinnen. Na okay. Du bleibst, gehst auf jeden Fall daher. Du bleibst hier und du gehst nach und du gehst auch nach Gumbinnen. Und damit dürften wir diese Typen da erledigt haben. Sarajevo. Kotor haben wir auch gewonnen. Du hinterher, du hinterher und der andere bleibt mal zurück.
Ich gehe. Mist. Oh, super. Wir sind sogar vor dem da. Das heißt, er ist auf jeden Fall tot. Könnten wir uns bitte zurückziehen? Okay. Die hätten wir auch erledigt. Dann würde ich fast sagen, bleiben wir da gleich in Frankfurt und versuchen wir das da gleich zu erobern. Oder? Klingt doch gut. So, Nixitsch gewonnen. Ah, du bleibst da hinten nochmal. Das ist ein bisschen doof, das ist ein bisschen wenig Platz da alles. So, schauen wir mal, wie schaut diese Schlacht da oben aus. Ich würde da ganz gerne diese Truppen hier wegschicken aus der Schlacht. Wieso geht das nicht? Hm, Mist. Da haben wir 7 Schiffe verloren. Ärgerlich. Okay, in der Ostsee kann man keine Schlacht mehr führen. Und er hat nur 4 verloren. Naja. Gut. Na dann nach Quito. Wie schaut's mit euch aus? Ihr seid wieder geheilt? Gut. Dann könnt ihr ja jetzt... Ah, da oben gibt es noch Sachen, die wir erobern können. Heilbraun. Du gehst einmal nach Bayreuth. Und du gehst nach Würzburg. Ah nein, du bleibst einmal da. Sicherheitshalber. Wo gehen denn die hin? Nach Gotha. Jola. Naja, okay. Oh, okay. Oh, okay. So, Freunde, ihr versucht euch mal zu erholen von diesem elenden Schlag, den die da gegen uns gesetzt haben. Na gut, flottenmäßig sind wir nun mal nicht wirklich brauchbar. Aber wir haben in Halle gewonnen. Au, das hat aber wehgetan. Wir haben 60.000 Mann verloren. Bist du deppert. So, die werden nochmal raus aus dem Krieg gehen. Die ebenfalls. Viel ist da ja nicht übrig geblieben. Die nach Berlin. Schauen wir mal, ob wir die fertig machen können da. Zwalk, Britzwalk. Bayreuth. Puh. Vielleicht solltest du nach Halle gehen. Wer weiß, was wir da noch brauchen. Vielleicht du nach Frankfurt. Und der Frankfurt dann nach Aschaffenburg. Jep. Sehr gut. Gehst du nach Skoda? Schauen wir mal. Wie ist denn das, wenn da die Flotte davor steht? Haben wir dann. Ist auch nicht wirklich besser. Okay.
Die Griechen kämpfen da auch fleißig gegen die Osmanen. So, dann geht's ihr nach Aschaffenburg. Und Stettin haben wir gewonnen. Sehr gut. Wo geht es hier hin? Nach Neustrelitz und nach Prenzlau. Uff, das sind aber viele Leute, die da nach Prenzlau gehen. Und dann gehen wir da auch nach Prenzlau. Wir lassen uns dort nicht vertreiben. Glaubst du, schaffen wir das mit den 30.000 da, mit den 40.000 da? Reicht das? Oho. Du gehst nach Tuchel. Prenzlau. Okay, schauen wir mal. Na, eigentlich sollten wir da stark genug sein für die. Vor allem nachdem wir diese Typen da dazu genommen haben. Wohin gehen die? Nach Gotha, ist eh klar. Karlsbad, du gehst da mal weiter nach Prag. Um möglichst nicht mehr an dem Krieg teilzunehmen. Okay. So, wir sind schon bei 39%. Sehr gut. Und Frankreich macht fast was Sinnvolles in diesem Krieg. Es wäre irgendwie urcool, wenn. Wenn Griechenland was von den Osmanen verlangen würde oder so. Kinshasa. Uff. Na, 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 na. Du gehst daher. Boah, der ist stark. Der hat da urviel Artillerie. Bist du deppert? Endlich Gumbinnen. So, dann kannst du nach Küstrin gehen. Und du gehst weiter mal nach Posen, um dich zu erholen ein wenig. Schwächliche Streckposten. Ach, naja, Meinungsfreiheit und all das. Bewusstsein erhöhen. Gotomurzug. Wo ist Murzuka da? Das ist die zweite Hälfte. Brno. Okay, viel ist da nicht übrig geblieben. Ich hoffe, die erholen sich nochmal. Oh, Memel. Ihr versucht euch zu erholen. Und die Joda haben wir auch gewonnen. Nach Gombe.
Okay. Hier geht's bitte nach Halle. Bitte geht's nach Halle. Geht's nach Halle, geht's nach Halle, geht's nach Halle. Halle, Halle. Könnt ihr nicht nach Halle gehen? Ärgerlich. Okay, dieser Krieg, puh, ist ganz schön schwierig zum Gewinnen. Daher, wenn es geht. Und vielleicht seid ihr noch rechtzeitig. Ah, ihr könnt es auch daher gehen. Oh, das ist gut. Die teilen sich da auf. Das ist sogar sehr gut, dass sich die da aufteilen. Hey, das sind spanische Truppen. Wo kommen denn die her? Die kommen aus dem Nichts irgendwie. Und britische Schiffe, die einfach im Nichts liegen. Haben die nichts Besseres zu tun? Was machen die Briten eigentlich? Kämpfen die auch oder sind die einfach nur da? Gibt's ja wohl nicht. Das sind 97.000 Skandinavier. Wie können die da alle so rumrennen? Ah, ärgerlich. Sind meine Verbündeten, wenn man sie braucht. Na gut. Herrschaften, auch heute wieder. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.